Odina Amas. Ein weiterer Punkt. Und zähl, wie du zählen willst, warum du Allah am meisten lieben solltest. Wie oft hast du dich schlecht gegenüber Allah benommen und er hat dich immer wieder mit Liebe behandelt? Unsere Salaf-Gelehrten sagen, kam amaltahu tabaraka ismuhu bima yakrah fa'amalaka bima tuhib. Wie oft hast du gegenüber Allah azzawajal schlecht gehandelt, dich schlecht ihm gegenüber benommen und er hat dich immer wieder mit Liebe behandelt? Hat er dich nicht recht geleitet? Und du warst schon auf der Kante des Höllenfeuers. Was, wenn du so gestorben wärst in deiner Jahiliyyah? Ich frage euch, was hätten wir verdient, wenn wir in der Jahiliyyah gestorben wären? Was hätten wir verdient? Was hätten wir verdient? Das Paradies oder das Höllenfeuer? Das Höllenfeuer. Wir selber sagen es. Wir selber geben zu, dass wir nichts anderes als das Höllenfeuer verdient hätten. Einer von uns, der als Muslim geboren wurde, er hat Kufr gemacht, er hat Schirk gemacht, er hat die übelsten Sünden gemacht. Und wir waren schon auf der Kante des Höllenfeuers, dann hat Allah uns von dort aus gerettet. Er hat uns recht geleitet. Allahumma lakal hamdu hayyat Allah. Er hat uns gerettet. Was, wenn du so gestorben wärst, als du noch eine Freundin hattest? Als du noch Witze über die Religion gemacht hast. Als du noch gesagt hast, ich weiß es besser als Allah. Wir waren auf der Kante des Höllenfeuers. Aber er hat uns, subhanahu wa ta'ala, recht geleitet. Er braucht uns nicht. Aber nur weil er etwas Gutes in deinem Herzen gesehen hat, so hat er dich recht geleitet und dich hierher zu den Gläubigen gebracht. Allahumma thabbitna ala din al-haq. So ist Allah. Das Problem ist, o Diener Allahs, wir kennen Allah azza wa jalla nicht.